Also seit 5 Minuten. Der Rest schön ist geworden. Guck mal, Lena. Haramlo. Alle haben gerade Fasten gebrochen. Alle haben gerade gebrochen. Brr. Wir sind jetzt ein bisschen unterwegs. Oder warum ist meine Kamera so dunkel? Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Vasilianos? Ja, hallo. Kannst du mal das, was du gerade gesagt hast, genau so nochmal sagen? Es gibt ja viele Fragen bezüglich Jam, Leute. Und zwar wird jetzt demnächst auch ein Video mit ihm zusammenkommen, wo wir alles ausführlich erklären. Und der aktuelle Stand ist so, ihr kennt es ja, Leute, wenn man jung ist, man ist befreundet, man macht viele Projekte, aber desto älter man wird, verfolgt man eigene Interessen. Und das ist der Fall bei Jam. Deswegen nicht denken, dass wir Beef haben oder so, haben wir nicht. Nur er verfolgt halt andere Interessen für sich persönlich. Aber wie ihr sehen könnt, wir machen weiter und wir bringen auch neue Sachen rein. Und ich freue mich auf die Zukunft, da wird einiges auf euch zukommen, Leute. Genau. Wir wollen einfach dieses Ding, was wir aufziehen wollen, Leute, was wir seit Monaten planen, was auf euch zukommen wird, Leute, dieses Ding werden wir durchziehen. Ja, heute ist ein heftig sonniger Tag, 30 Grad oder so hat es hier, no joke. Ich werde jetzt gleich nach München fahren, Leute, zu meiner Family, weil ihr wisst ja, Ramadan-Monat ist jetzt fast vorbei und ich will mit denen Bayram zusammen feiern. Deswegen bin ich jetzt eine Woche in München. Azad ist schon losgefahren auf eine kurdische Hochzeit, der hat auch zu tun, das heißt, Omid ist auch unterwegs, das heißt, aktuell Vasili alleine hier im Haus. Wer weiß, was der hier so treibt, ne? Ich habe schon mein ganzes Gepäck reingemacht. Hier, damit ihr mal einmal kurz seht, was hier so abgeht. Boah! Tschüss, Junge. Bei so langen Autofahrten, Leute, höre ich so viel Musik. Ich höre einfach die ganze Zeit Musik. Bis zum Ende ziehe ich einfach durch. Irgendwelche Beats kicke ich manchmal ein bisschen so auf Langeweile, Freestyle und so ein Scheiß. Einfach die Zeit vertreiben, weil alleine fahren ist nicht so nice. Junge, bleib mal auf deiner Spur, bevor ich mich zerteile. Mit 300 km/h gebe ich Gas und wir bang jetzt. Mit einer Kugel sicher, im Westen komme ich ins Game, ja. Wenn ich shoote mit der Glock, geht es mir nicht um Fame, nein. Ich werde jetzt eine Woche zu Hause sein, habe echt meine Familie vermisst, Leute. Ich freue mich mit denen einmal zusammen Iftar zu machen, nicht mehr selber meine Iftar zu bereiten, sondern wieder Hotel Mama zu genießen. Die andere Familie werde ich natürlich auch vermissen, ja, ganz klar. Die Jungs werden mir auf jeden Fall fehlen, Leute. Wir haben jetzt viel gewartet, unser Umzug steht bevor, Leute. Unser neuer Channel wird bald announced, also die Bombe platzt bald. Bezüglich der ganzen Situation in Team Impact, also ich bin ja damals bei Impact Reloaded gejoint, als wir das damals gegründet haben. Mit Anton und Marcel haben wir das Ganze dann, beziehungsweise Anton und ich saßen in Bayreuth im Zimmer. Und haben uns dann überlegt, ja, wie wäre es denn wieder Impact aufzumachen, war halt seine Idee. Hat er mir von Impact immer erzählt, so was da ablief und ich habe gesagt, ey, voll die geile Idee, so, ne. Und dann hat er Marcel angerufen und dann so haben wir uns alle abgesprochen und dann waren die ersten Marcel, Sweezy, Anton und ich. Domit, glaube ich. Und so ging es dann weiter. Ohne jetzt Einzelheiten zu nennen, Leute, weil es war auch eine geile Zeit, Alter. Ich habe die Jungs echt alle gern so. Das klingt immer alles so ein bisschen härter, als es ist, Leute. Es war alles eine schöne Zeit. Die Zeit hat mich geprägt. Ich habe die Jungs alle gern. Wie gesagt, ich habe noch deren Handynummern. Wir sind immer noch connected. Ich folge denen auf Instagram und so. Und deswegen, es ist halt leider so, solange alles Spaß ist und alles nur auf chillige Basis ist, ist immer alles cool. Aber dann kam halt die Entscheidung, dass wir gesagt haben, ja, Leute, wir wollen daraus Business machen. Also natürlich unseren Spaß damit verbinden, aber damit auch Geld verdienen mit der ganzen Sache. Was ja auch nichts Verwerfliches ist, meiner Meinung nach. Wenn man zusammen etwas macht, was einem Spaß macht, kann man ja auch damit Geld verdienen. Ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, meiner Meinung nach. In der Verteilung oder sowas gab es nie ein Problem oder der Rangordnung. Wir sind alles irgendwie Leute, die sich einordnen können und so. Und das war nie das Problem, zumindest bei mir nicht. Probleme kann man wirklich da, Leute, als man Verantwortung den Leuten gegeben hat und von dem, was verlangt hat. Ja, arbeiten, tun, machen etwas für die Sache, so. Und nicht nur auf seinen eigenen Arsch gucken, sondern etwas fürs Team tun, wirklich was tun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. So. Und da sind leider viele aus der Reihe getanzt. Der eine hat das Handtuch geschmissen, weil er nicht mehr konnte. Der eine hat ein Mädchen kennengelernt, der andere so, Leute. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages kann ich euch sagen, ich habe meine Entscheidung mit den Jungs getroffen und wir wissen, wo wir hinwollen. Schnell, schnell, schieß Richtung Mond, gib Gas, ey, sie kommen nicht hinterher. Das ist meiner Meinung nach einer der besten, den UFO überhaupt rausgebracht hat. Hey, Rolex, komm in meine Stadt, ich bring den Vibe weg. Lagerfeld, Flow, alles Vintage. Der Ring an meiner Hand sagt, ich bin Champion. Kein Champion. Breezy Bro, was ist das für ein Sample? Die Sonne geht unter, wie ihr sehen könnt. Ich bin heute nicht am Fasten, weil ich am Reisen war und ich habe echt extrem Durst gehabt. Es war so heiß heute, 30 Grad oder so. Deswegen habe ich heute nicht gefastet. Wir werden jetzt zu meinem Onkel fahren, hier in Augsburg. Ein bisschen essen, ein bisschen die Familie wiedersehen, Leute. Und danach werde ich mit meinen Jungs, mit denen ich immer gechillt habe, die auch meine Familie sind, einfach mit den Jungs von damals ein bisschen abhängen, Leute, hier ein bisschen abschalten in München, weil in Berlin ist natürlich immer der Kopf immer voll im Business-Modus und so. Und hier kann ich einfach mal abschalten bei meinen Jungs. Ich freue mich echt wieder hier zu sein, Mann. Immer ein gutes Gefühl hier. Digga, was sind hier so alles so weiß, auch so arisch irgendwie, Mann? Das ist der arische Modus, Digga. Das sieht so krass aus in der Kamera. Arnie, hör auf, hab ich Mach dir gesagt, Mach doch nichts, Mann. Hör auf, du Jeffrey, Mann. Fick den Frosch, Mann. Wer kennt diesen Frosch noch? Kennt ihr den noch, oder? Von diesen Vlogs von damals. Das ist unser Gamabunta, Mann.
Ey, hier, dreh mal die Wings so, Mann. Dreh mal selber deine Wings. Was denkst du hier, du bist hier James Gordon, Alter? Der hat einen falschen Namen gesagt, das ist James Gordon. Du wolltest eigentlich Dings sagen. Wie ist der? Ja. Was kannst du nicht? Ich kann nicht so machen. Mach, du kannst es, komm. Genau so geht doch. Du meinst, dass ich ihn einmal stoppen muss. Ah, du musst einmal den Ball stoppen, gell? Ja. Du musst einmal stoppen, du stoppst ihn so, mhm. Du Fußballexperte. Du stoppst ihn so und dann zack. So wie ich annehme. Lass einmal deine Backen drin. Das ist ein kleiner Keks, Mann, du kleiner Keks. I can show you how to beat these streets. I can show you how to crack that thing. Immer auf die Jungs warten. Ey Leute, ne? Es ist so heiß, Alter. 31 Grad, der 31er, Digga. Wir sind hier am See, Leute, und jetzt gebt euch einfach mal, bitte gebt euch einfach, was hier abgeht. Heftig. Einfach so schwimmen, Bro. Hier kannst du machen, was du willst. Zu wild. Los, Harry, paddel doch ein bisschen. Yo! Siehst du das? So komm, Schatz, wir fliegen zusammen. Das ist nur einer. Das sind zwei Mal. Das sind echt zwei, die hatten echt Händchen. Die sind böse versteinert. Schau mal, wie die das hier machen. Digga, wie cringe sind die, Mann. Musical.ly und TikTok in ein paar Jahren. Die Jungs sind schon drin, aber ich bin so der nicht reinkommt. Ja! Lass uns nicht schwimmen, Mann, ey. Ich bin wieder back in the hood, Leute. Ich hoffe, mir macht jetzt jemand die Tür auf. Glaubt ihr mir, diese Woche hat mir so gut getan, diese Auszeit. Ich bin wieder voller Energie, Alter. Es ist 1.16 Uhr, ich könnte direkt loslegen zu streamen, denke ich mir gerade. Aber naja, wir warten mal bis morgen. Asad ist noch im Studio. Omid sollte mir jetzt die Tür aufmachen, weil ich habe keinen Schlüssel, weil Sili ist noch nicht da. Und ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwo auf der Couch schlafe oder so, weil ich glaube, die ein oder andere von euch hat schon mitbekommen, was mit meinem Zimmer passiert ist. Zu diesem Thema sage ich mehr im nächsten Video, Leute, so wie das jetzt ablaufen wird und was da jetzt abgeht und so. Aber auf jeden Fall macht jemand krass Auge auf mich. In letzter Zeit sind so viele Sachen kaputt gegangen und so weiter. Ich leuchte so rot wie so ein Dämon gerade, deswegen mein Licht. Ich habe ohne Pause durchgezogen, also ich bin einfach komplett durchgefahren. Mein Schlüssel ist am Arsch, der ist schief. Aber vielleicht, keine Ahnung, ist irgendwas gerade geworden in der Zeit und der geht jetzt auf einmal. Jo. Das war's dann komplett. Yo, Omid? Ja, wo bist du, Lan? Hier. Ah, Mann, warum bin ich so erschrocken? Kein gut, ja, Mann. Back. Boah, wie sick das aussieht. Ja. Es hat sich auf jeden Fall nichts verändert hier. Es ist aber sehr sauber, muss ich sagen. Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Also, Asad, Vasili, Omid, falls ihr das seht. Guten Job gemacht. Ohne Putzplan. Der Putzplan ist blank. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber der ist blank. Okay. Was gibt hier so Neuigkeiten? Was haben wir hier so? Aha, okay. Terminkalender, aha, Contentplan, Entsorgungskalender. Alles on point. Das ist jetzt no joke, Leute. Mein erster Anblick auf mein Zimmer. Ich kann schon sehen, hier ist meine Couch. Haben die Jungs schon rausgebracht. Mein Legendensessel haben die auch rausgebracht. Ich küsse eure Augen, Jungs, dafür. PC habt ihr auch rausgebracht. Ihr seid die Besten. Asad, was geht bei dir? Oh, guck mal, der Junge, ne? Der wird verfolgt vom Puss. Ich bin eine Sekunde in dein Zimmer rein. Da ist direkt so ein Zubat reingekommen. Der verfolgt dran, Alter. Und jetzt kommt die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen soll, ne? Komische Luft, Digga. Das eigentlich spricht nichts dagegen, hier zu schlafen. Boah, mein Gott, was ist mit dem Boden passiert? Man merkt richtig wegen dem ganzen Wasser. Boah, shit, Digga. Okay, aber hier scheint alles noch soweit okay zu sein. Ich weiß natürlich nicht, was die Elektronik angeht. Ob da jetzt alles soweit on point ist, aber das werde ich alles morgen in Ruhe checken, Leute. Ich bin gerade nur am Überlegen, ob ich hier schlafen soll oder nicht. Ja. Hat hier schön einmal runtergeregnet. Hier meine ganze Elektronik. Puh, das kann was werden, Alter. Mein Stuhl ist noch ganz. Hier ist noch so ein Ding. Ist auch ein bisschen warm hier, muss ich sagen. Ich glaube, ich penne jetzt erstmal nicht hier. Weil nicht, dass ich auf einmal aufwache in einer Überflutung oder so, gell? Das da ist die bequemste Couch überhaupt. No cap. Das ist richtig bequem. Ich glaube, also würde ich totlachen, wenn ich hier so liege und dann kommt die Treppe runter. Gell? Das ist ein Durcheinander-Vlog gewesen, Leute. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Video was zu dem Zimmer zeigen.
Und mein Bruder hat mir einen Satz gesagt, der ist mir voll hängen geblieben. Und zwar hat gesagt, wir haben so über Gott und die Welt geredet. Ich rede voll oft mit dir. Also wir haben, glaube ich, jede Nacht irgendwie 6 Stunden geredet, bis in die Früh. Habt ihr schon mal so gedacht, dass nicht jeder dafür gemacht ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber hört mir erstmal genau zu. Und zwar, dass nicht jeder dafür gemacht ist, reich zu sein, beziehungsweise Geld zu haben. Es gibt Menschen, denen steht das nicht. Muss man jetzt ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Ich sehe das so, Leute. Kurze COD-Vergleich jetzt an der Stelle. Ich war oft, ohne jetzt pushen zu wollen, im COD besser als andere deutsche Spieler. Ja? Ich war einer der Besten und so. Und das sind alles Fakten, Leute. Das ist jetzt nichts, was ich mir aus dem Arsch ziehe oder so. Aber jedenfalls, wenn ich mit Leuten geredet habe, die nicht auf meinem Level waren, sage ich, dann habe ich niemals gesagt, so, hey, du bist nicht mal auf meinem Level. Wieso redest du überhaupt mit mir oder so, weißt du? Es gibt Leute, die sind so eklig. Die sind wirklich so widerlich. Und das ist dasselbe mit Geld. Sondern die Leute, vor denen ich wirklich Respekt habe, sind die, die trotzdem es schaffen, in dieser Position nie jemanden runterzureden oder nie auf jemanden herabzureden. Ich meine, insgeheim wissen die das ja. Und das ist denen ja auch klar. Und das braucht man den Leuten nicht unter die Nase zu reiben. Weißt du, was ich meine? Um jetzt zurückzukommen auf das Thema. Ich glaube, manche Leute sind einfach nicht geschafft, dafür reich zu werden. Weil wenn die Geld in die Hand bekommen, können die sich um 180 Grad drehen, durchdrehen, ja, alles vergessen, alles verkaufen, auf Drogen kommen und sowas. Und deswegen, Geld ist übelst gefährlich, Leute. Und es, no joke, Geld ist übelst gefährlich, weil du hast so eine Freiheit, du kannst viel machen und was du willst. Und das kann nicht jeder, ohne Scheiß, das kann nicht jeder. Also es gibt so viele, die ich selber erlebt habe, die sind einfach vom Vater abgekommen. Und ich bin echt froh, dass ich in einem Kreis bin, wo junge Leute wie Azad, wie Vasili, wie Omi, alle viel Geld verdienen und trotzdem den geraden Weg bleiben und trotzdem mehr wollen. Mal unabhängig davon, dass wir uns bestens verstehen, ne? Ich habe mich mit vielen Leuten verstanden hier in der Zeit. Es ist so, dass wir auch dieselben Ziele verfolgen. Deswegen weiß ich, dass wir inshallah alles rasieren werden in Köln. Ich weiß es ganz genau und wir haben den ganzen Scheiß einfach durchgezogen, Mann. So viele sind weggegangen, so viele, ja, haben uns links liegen lassen, haben das Projekt nicht durchgezogen, haben gesagt, es ist nichts für sie. Und so weiter und so fort. Aber nur so am Rande erwähnt, trotzdem war die Entscheidung von Anfang an, yo, wir machen Business. Und die Entscheidung kam, als es noch alle Impact-Member da drin gab. Nur ist es da zu Brüche gegangen, weil der eine hat es nur halbherzig gemacht, hat eher auf seine Sachen geguckt, der eine hat gar nichts gemacht, der eine hat sehr viel gemacht im Vergleich zu dem anderen. Und so kommt dann diese Unstimmigkeit, wo du merkst, okay, wo du genau siehst, wer wirklich an dem Strang zieht. Versteht ihr, was ich meine? Ich sag's euch ehrlich, ich bin echt froh, dass alles so gekommen, wie es jetzt ist. Das hat für mich auch mit Impact und was Impact damals war und was weiß ich, das ist mir alles scheißegal, Leute. Das Impact ist wirklich nur ein Name und dieser Name wird auch bald geändert. Also wir werden bald nicht mehr Impact heißen. Und wenn du jetzt irgendeiner auf der Straße, der vor 5 Jahren Call of Duty gespielt hat und irgendwie, keine Ahnung, Anton und Marcel kannte, und wenn du den Impact sagst, werden die automatisch sagen, ah, Wiska Barca, Muscle Scorpion, Black Ops 2. Und das will ich nicht, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, weil wir sind wir und Impact ist Impact. Natürlich, es war eine sehr geile Zeit, ich habe sehr viel Erfahrung mitgenommen, sehr viele Dinge gelernt. Aber es wird auf jeden Fall Zeit für was Neues, Leute. Mittlerweile sind wir echt an dem Punkt, wo ich sagen kann, wir verfolgen alle dieselben Ziele und ziehen echt am selben Strang, Leute. Und deswegen bin ich einfach so happy, Mann. Ich bin einfach so happy, ohne Scheiß. Ich bin einfach so happy, dass Gott mir diese Möglichkeit gibt und dass ich solche Freunde habe, so eine Familie habe. Und all das. Und jetzt würde ich sagen, Leute, wirklich Ende vom Vlog, 13 Minuten Aufnahme. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute, wenn euch der Vlog gefallen hat. An die ganze Massi-Gang, die immer am Start ist, auch wenn ich mal keine Videos hochgeladen habe, eine Woche oder einen Monat oder was auch immer, ihr wart immer am Start, Digga. Der Algorithmus wurde einmal hops genommen von euch, weil normalerweise, wenn du so lange kein Video hochlädst, bestrafe ich den Algorithmus. Aber wir haben einfach diesen Algorithmus hops genommen. Ich werde versuchen, so viel zurückzugeben, wie ich nur kann, Leute. Jetzt bin ich gerade wirklich deep in the feelings. Und das war's jetzt auch an der Stelle, würde ich sagen. Danach Peace out, bis zum nächsten Mal und Peace.